Einen schönen guten Tag hier mitten bei Familie Haus in der Küche. In Egenhausen. In Egenhausen. Auf dem Boden. In der Küche. Auf dem Boden der Tatsachen. Auf dem Boden der Tatsachen. Mitten im Leben. Here we go. Wir wollten einfach mal euch signalisieren, dass wir transparent sind. Ja? So sieht es nämlich aus bei uns unter der Spüle. Wir fanden mitten im Leben 2007, der dritte, zweite, yeah. Hammer cool und wollten natürlich wissen, wie geht's euch, wo steht ihr und wollten euch auf diesem Wege eigentlich auch mal ermutigen und sagen, Leute, fangt an Deutschland umzukrempeln. Ihr seid diejenigen, die Vision kriegen sollt von Jesus, nicht von uns. Und ich meine, wie war mitten im Leben eigentlich? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich fand's gut. Deswegen gibt es für euch jetzt ein paar Eindrücke von mitten im Leben am 3.2. Vor wird der Nate noch eine richtig coole Grimasse schneiden für euch. Die ist gut. Ja! Also, here we go, mitten im Leben, 3.2.2007. So many visions I kill, so many dreams not fulfilled, so many people are going the wrong way, not knowing what is real. So we started MOG, right in Germany, to go for a vision, go for a dream that we keep with identity given to each one of us. We receive our masterpieces, but that's not enough. First, we got to know who we are, for what we're living and stand for, that we can go this far. Second, we got to go step by step with every move that we make. 12, 11, 10, 13, 14, 15, bin ganz egal welches Alter. Wenn du sagst, Gott, hier bin ich, mit meinen Freunden, und ich möchte die Welt verändern, dann wird er mit dir anfangen und mit der Welt weitermachen. Ich habe mein Leben geändert durch meine Freunde und ich bedanke mich einfach bei meinen Freunden, dass ich so coole Freunde habe. Und da bin ich echt Gott dankbar dafür, dass der Moritz uns so zusammengerufen hat und ja, einfach, ja, dass er uns an uns geglaubt hat und ja, es hat sich echt was verändert in meinem Leben. Und da danke ich Gott dafür. Ich habe ihn an Christoph rausgefordert und gesagt, Christoph, du bist der beste Freund von Simon. Geh du zu ihm jeden Tag und bete mit ihm. Und er ist gesund geworden. Vicky wird ihr Umfeld, Bösing, sage ich mal, die kommt aus noch einem größeren Dorf wie Grönbach, wird Bösing verändern. 100%. Hörst du mich? Also geh ich den Weg mit dir, geh ich weit weg von dir, folgen deinen Augen, egal wohin du mich auch willst, in mein Vertrauen hatte dir den Ursprung im Kopf und auch nun hält mich nicht zurück, denn ich habe überwunden und den Berg des Wahres mit auf dich zu schauen, jeden Augenblick zu wissen. Mit diesen Eindrücken sind wir wieder zurück im schönen Haus. Schön. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist folgende. In unserem Bild von vorher, von diesem Clip vorher, hat sich was geändert. Und die Frage ist, was hat sich geändert? Ja. Sandro, weißt du es? Ist ein bisschen dunkler geworden draußen, glaube ich. Ist ja. Das? Nein. Hm. Eins, zwei, drei. Oh, hey, woher kommst du jetzt? I'm back! Unglaublich! Nate, you got something to say to the world? Und zwar, ab sofort kam die neue More of God Camp Flyer 2007 vom Homepage www.more-of-god.de runterladen als PDF. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Schaut euch, bevor es voll ist. Nein, bevor der Camp voll ist. Ja. Yeah. Genau. Das stimmt. Ich hab's gesagt. Wir wollen euch jetzt
vielleicht jede Woche, wenn es möglich ist, einfach teilhaben lassen an unserem Leben hier im Haus, was wir so treiben, wie wir unser Feuer anzünden, wie wir unseren Müll leeren, einfach mitten im Leben stehen, was uns so bewegt und beschäftigt. Ich denke, ihr seid ja genauso an den gleichen Punkten und wir möchten euch einfach ein bisschen mehr noch teilhaben lassen an dem, wie es uns damit geht, was uns bewegt, genau. That's true. Yeah. Weil nämlich unser Land Helden braucht. Und wisst ihr, wer die Helden sind? Ihr seid's. Und wenn ihr dieses Mandat annehmt, wenn ihr sagt, wir sind Helden, weil Gott auf uns schaut und wir seine Hand ergreifen, Leute, dann wird es in Deutschland abgehen. Wir grüßen euch, den Mo hinter der Kamera natürlich, unsere Freunde, die da ganz hinter der Kamera gerade im Wohnzimmer sitzen. Er hat Geburtstag. Bleibt dran und wir gehen jetzt nicht darauf ein, dass ich Geburtstag habe. Salo, hast du noch was zu sagen? Ja, ich freue mich. Und zwar aufs Leben. Aufs Leben? Aufs nächste Leben. Mitten im Leben. Und aufs nächste Mal mitten im Leben. Was ist interessant? Was wir jetzt schon beginnen vorzubereiten, ja. Es lohnt zu kommen. Und wir melden uns wieder. Wann ist denn das? Ende Mai. Okay. Ende Mai. 23. Ende Mai. Schaut auf eure Flyer oder auf die Homepage. Ja. Tschüss. Und die drei hinter mir wollen euch noch ein Lied vorsingen. Seid ihr bereit? Ey. 1, 2, 3. Unser Land braucht Helden und Prinzessinnen, die übers Wasser gehen. Und sie werden